Hallo liebe Freunde, mal eben kleine Einkaufstour in Kumkö. Ihr seid dabei, wenn ihr Lust habt. Alles weitere nach dem Intro. So, meine Frau wollte so ein bisschen an die Wühltische hier ran. Alles für Schmales. Hast du was gefunden? Ganz einzige war nicht da. Nochmal eben hier so Nachbargeschäfte gucken, wenn wir schon gerade hier sind. Oder da drüben mal rüber oder hier. Okay, gucken wir hier mal eben schnell. So, gucken wir hier nochmal eben kurz vorbei, was hier so ist. Hier gibt es bemalte Festhosen. Alle Fußballtrikots für einen Zehner. Passt der vom Stoff her? Ja. Das ist doch nicht so dick. Das ist doch nicht so dick, oder? Und so was Dunkles wollte sie nicht haben. Nee, das ist. Man muss ja mit Jacke sein. Es muss mit Jacke sein, unbedingt. Und schau sich das eine an, da träumen ganz Indianerstämme von. Aber die scheinen richtig dick zu sein, die sind gar nicht schlecht, die Dinger. Ja, aber so raufgedruckt, das ist ja überhaupt nicht meins. Das ist raufgedruckt, das ist reingenäht, aber das sind auch nur Jacken. Na gut. Wenn die Euro 10 noch kosten, was sollen die kosten? 15. Das hier ist 15, ja. Aha. Gut. Aber man sieht doch, auch hier haben die Preise ein bisschen angezogen gegenüber dem Frühjahr. Gut, ist ja logisch. Der schwache Euro macht sich auch hier bemerkbar. Wir können noch mal rüber gehen. Boomer dreht auch wieder seine Runden. Ja, mittags, wenn die Urlauber sich in Hotels die Schläuche füllen, ist natürlich wenig los. Siehst du, hier gibt es sogar was von den Glasgow Rangers. Das ist ja mein Lieblingsverein in Schottland. Mal so ganz nebenbei. Und in Deutschland muss ich mich seit Jahren mit diesen Herren rumärgern. Aber das ist wie eine alte Ehe. Man kann nichts dran ändern. Einmal HSV, immer HSV. So, liebe Freunde, das war's. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.